So, und hallo liebe Zuschauer zu einem etwas anderen Video, und zwar ein Interview mit dem guten Christian Humberg, dem der eine oder andere vielleicht schon kennt, aber ich denke, ich überlasse es da einfach mal dir, Christian, dich selbst vorzustellen, weil jedem hat ja was anderes wichtig, und entsprechend, ich denke, du weißt am besten, wer du bist. Ich hoffe es zumindest. Hallo, ich bin Christian Humberg, ich bin Autor und Übersetzer. Um beim Thema Star Trek zu bleiben, bin ich zum Beispiel einer der beiden Autoren, die schuld sind an der Romantrilogie Star Trek Prometheus. Das war das erste Mal, dass Nicht-Amerikaner offiziell für Hollywood Star Trek Romane schreiben durften. Des Weiteren habe ich zusammen mit Andrea Bottlinger Bücher geschrieben wie Geek, Pray, Love, für das wir einen deutschen Fantastikpreis bekommen haben. Ich war Redakteur der Space View, ich schreibe für die Geek und solche Geschichten. Ja, wunderbar. Und da habe ich gleich die erste Frage dabei. Nämlich, du hast es eben selber gesagt, die ersten Deutschen, die Star Trek-Romane geschrieben haben. Mhm. Und ich entschuldige mich wahrscheinlich, einige Fragen wirst du wahrscheinlich schon dutzende Male beantwortet haben. Aber nur zu, gerne. Ja. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also wie schafft man es als Autor, ich sag mal, auserwählt zu werden, dass man Star Trek-Romane schreiben darf? Gerade weil ich mir vorstellen kann, CBS und Paramount sind da sehr, sehr mit den Rechten sehr vorsichtig und so weiter. Die kurze Antwort ist Glück haben. Und zwar richtig großes Schweineglück haben. Die Langfassung von Prometheus war so, dass im Zuge von Star Trek Into Darkness, dem Kinofilm damals, dass es ein Treffen der Lizenznehmer gab, also aller Firmen, die irgendwas mit der Marke Star Trek machen. Ja. Und auf diesem Lizenznehmertreffen hat der deutsche Verlag Crosscult mitbekommen, dass die Romanlizenz für Star Trek gerade ein wenig neu definiert würde. Bis dato hatte ein Verlag in New York das alleinige Recht, Romane zu Star Trek zu machen. Das ist Pocket Books, die machen das bis heute. Mhm. Aber diese alleinige Regel war ein bisschen aufgeweicht worden. Und da zu der Zeit so langsam der 50. Geburtstag von Star Trek anstand, der dann 2016 kam, hat Crosscult sich gefragt, ob man nicht zum 50. Geburtstag einen eigenen Star Trek-Roman machen könnte von deutschen Autoren für die deutschen Fans als besonderes Geburtstags-Goodie. Und Crosscult kannte Bernd Perplis und mich, meinen Co-Autor, als Autoren. Wir schreiben beide zusammen auch mitunter auf Science Fiction. Ja, da war ja auch schon die Drachengasse zum Beispiel gewesen. Genau, Drachengasse 13, unsere Kinderbuchserie bei Schneiderbuch. Ja. Und wir haben auch beide Star Trek-Romane übersetzt für Crosscult, jede Menge. Ich habe allein über 30 Star Trek-Romane für Crosscult übersetzt. Mhm. Und deswegen hat Crosscult Bernd und mich gefragt, ob wir eine Idee hätten für eine Star Trek-Geschichte von deutschen Autoren. Und daraus wurde dann das Konzept für Star Trek Prometheus. Und das ist mittlerweile in 3 Büchern erschienen und sogar in Amerika zu haben, auf englischer Übersetzung. Und wie genau läuft das dann eigentlich? Ich meine, ich kenne das so ein bisschen aus dem, was man immer von zum Beispiel Star Trek Online hört, dass sie da alles mit CBS absprechen müssen. Wie viele Freiheiten hat man da als Autor für Star Trek-Romane? Mehr als man vielleicht denkt, allerdings ist es richtig, du musst selbstverständlich alles mit Amerika absprechen. Mhm. Es ist nicht mein Produkt, es ist nicht wie beispielsweise Drachengasse 13 etwas, was ich mir ausgedacht habe und wo ich dann machen darf, was ich will, ja, sondern ich spiele ganz klar in einem Sandkasten, in dem ich Mieter bin. Und dementsprechend muss ich mich an das halten, was der Vermieter als Regeln aufstellt. Aber die Regeln sind eigentlich gar nicht nennenswert seltsam. Du musst halt eine Star Trek Geschichte machen und dich an das halten, was allgemein als Star Trek definiert ist. Um ein Beispiel zu bringen, ich darf in meinem Star Trek Roman Captain Kirk sterben lassen, wenn er am Ende des Romans auf irgendeine wundersame Art und Weise wieder lebendig ist. Ich darf in meinem Star Trek Roman die klingonische Spezies komplett ausrotten, wenn ich sie am Ende wiederbringe. Alles das, damit der nächste Romanautor bei derselben Null anfangen kann, inhaltlich wie ich. Ja. Dann geht das. Eben so, dass wahrscheinlich dann eben das Universum immer noch zusammenhängt. Ganz genau, ja, ganz genau. Und gerade, weil du es ja auch gesagt hast mit Crosscult und die vermarkten die amerikanischen Romane, aber da gibt es ja auch im Grunde dieses fast schon Roman-Universum um Star Trek herum.
Ganz genau, Ja, das ich ist vermute bei. mal, da wirst du dich auch mit denen noch ein wenig zusammengefasst haben oder wart ihr da komplett euer eigenes Ding und darauf weniger eingegangen? Wir haben uns sehr intensiv mit den Romanen ausgesetzt, allerdings aus rein freiwilliger Arbeit. Für Hollywood, für CBS war das vollkommen egal, was in den Büchern passiert, in den Comics passiert, wo auch immer, interessiert CBS kein bisschen. Aber Bernd und ich mögen das, was die Amerikaner in den Büchern schreiben. Die schreiben ja inzwischen weitestgehend die Serien fort und wollten dem nicht widersprechen, auch weil wir halt in erster Linie beide auch Fans sind und wollten, dass das irgendwie schon zusammenpasst, was wir machen und das, was die Amerikaner machen. Also haben wir mit einigen amerikanischen Autoren gesprochen, uns abgesprochen und versucht, innerhalb dessen, was die an weiterführendem Universum aufgebaut haben, unsere eigene kleine Ecke zu finden, in der wir niemanden auf die Füße treten. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Nun, die Bewertungen zumindest dürften dem recht geben, wenn ich die richtig im Kopf habe. Also ich habe zumindest nichts gelesen von wegen, oh, das passt überhaupt nicht da rein. Ja, geht mir ähnlich. Also das scheint hüben wie drüben funktioniert zu haben. Auch die Amerikaner sind meines Wissens relativ angetan. Und dann dabei auch gerade mal eine, ich sag mal, etwas gemeinere Frage. Eben gerade weil du ja in verschiedenen Franchisen geschrieben hast und eben auch deine eigenen Sachen entwickelt hast, wie ja schon das erwähnte Drachengasse 13. Was persönlich schreibst du lieber? Lieber eigene Sachen oder lieber in solchen Star Trek, Perry Roden und so etwas in der Richtung? Ganz ehrliche Antwort, ich schreibe immer das am liebsten, was ich gerade schreibe. Und das muss auch so sein, weil in erster Linie schreibe ich alles, was ich mache, für mich. Ich bin der, der das dann lesen will. Und genau in diesem Mindset, in dieser Gedankeneinstellung muss ich auch sein, um einen guten Text abliefern zu können. Also ich muss wach sein, ich muss Bock drauf haben, das jetzt zu machen. Wenn ich mich beim Schreiben schon langweile oder das Gefühl habe, ich kenne das Thema nicht, ich komme da nicht rein oder sonst was, dann kann da keine gute Geschichte bei rumkommen und dann bin ich auch der falsche Mann für den Job. Dementsprechend sowohl meine eigenen Welten als auch Lizenzen, in denen ich schreibe. Ich habe gerade für Wiki und die starken Männer Comics geschrieben beispielsweise. Ich mache immer wieder Lizenzarbeiten. Ganz egal, in dem Moment, in dem ich diese Arbeit annehme und dann auch anfange, ist das das Projekt, das ich machen will. Ja, das macht ja auch irgendwie Sinn. Ich meine, gerade wenn man dann als Autor da steht und etwas schreibt und ich sag mal, eigentlich von dem Projekt nicht so überzeugt wird, das merkt man dann wahrscheinlich auch ein wenig als Leser, beziehungsweise es wird wahrscheinlich schon einiges anstrengender dann auch wirklich sein, da etwas Gutes zu fabrizieren. 100%ig. Da hat niemand was von, der Autor nicht, der Leser nicht. Wenn sich da Genau. alle mit rumquälen, dann war das definitiv der falsche Mann für den Job. Und das gilt es natürlich zu vermeiden, denn ich mache die Arbeit, die ich mache, weil sie mir Spaß macht. Also will ich auch, dass sie mir Spaß macht. Und speziell in Bezug auf Star Trek nochmal gerade, weil es ja auch dieses, ich sag mal, Romanuniversum gibt, dann gibt es mit Star Trek Online ja noch eine komplett andere Zeitlinie. Und jetzt mit den neuen Serien, die kommen, allen voran erstmal Star Trek Picard, das ja im Grunde ein wenig im selben Zeitraum spielt. Denkst du, dass die Romane da vielleicht sogar ein bisschen Einfluss in das haben werden, was wir in der Serie sehen? Oder denkst du, dass die Autoren da komplett alles ignorieren und, ich sag mal, ihr eigenes Ding gehen werden? Ich glaube, es wird eine Mischung aus beidem, weil man das in Star Trek Discovery ja auch schon gesehen hat. Wenn ich an die zweite Staffel Discovery erinnere beispielsweise, die gerade durch ist, diese Geschichte mit Control als Zentralcomputer von Sektion Stimmt, 31. da gab es ja den Roman von David Mack mit einem ähnlichen Thema. Korrekt. Korrekt. Das ist was, das hat David Mack erfunden. Ebenfalls ich glaube, es ist die Pilotin der Discovery, die Detmer. Diese Rothaarige, die vorne auf der Ops sitzt, ist auch eine Figur, die David Mack, ich glaube, in einem TNG-Roman erfunden hat. Und so, und das gab es früher in der Form nicht, suppt das Romanuniversum inzwischen in das kanonische Star Trek rein. Ich glaube, dass das bei Star Trek Picard ähnlich sein wird, weil es dieselben Leute sind. Aber grundsätzlich galt immer und gilt heute auch noch die Regel, Hollywood muss sich nicht um das scheren, was die Lizenznehmer machen, aber die Lizenznehmer müssen selbstverständlich das als kanonisch betrachten, was im Film und im Fernsehen passiert. Ja, das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen die, ich sag mal, Kanonvorgabe, die sie, also den Star Trek so ein wenig vorherrscht, dass das, was man auf dem Bildschirm sieht, der Hauptkanon ist und lizenzierte Werke wie Romane, Spiele mehr Semikanon sind. Also man kann sie als Kanon ansehen, solange sie nicht wirklich etwas widersprechen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist.
Genau so ist es. Und so ist es meines Wissens auch in so ziemlich jedem Franchise, was es da draußen gibt. Auch wenn es da ja ein paar, teilweise in einigen sehr starke Abstufungen gibt. Ich meine, bevor Disney ja bei Star Wars da viel gemacht hatte, gab es da ja wirklich Abstufungen mit dem Levelkanon, dem Levelkanon und so weiter und so fort. Ja, und seitdem Disney da ist, sind diese ganzen alten Absprachen nichts mehr wert und der komplette alte weiterführende Kanon wurde in die Tonne Ja, gekloppt. da kann ich mir auch Da siehst du, vorstellen, was es wert ist. Dass da einige, vielleicht auch Autoren dann da sind und sich im Grunde denken, okay, also war jetzt alles, was wir gemacht haben, für die Katz. Wenn dabei gute Geschichten rausgekommen sind, die Lesern gefallen haben, dann war es nicht für die Katz, Hoffentlich. sondern hat alles erreicht, was es erreichen sollte. Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Ja, nur darum geht's. Gute Geschichten. Ja, das stimmt definitiv. Aber das bringt mich da gerade auch zu einer, ich sag mal, etwas weitergefassten gerade Frage, weil gerade es wird wahrscheinlich viele, viele Jungautoren geben. Ehrlich gesagt versuche ich mich da selber gerade auch dran, was zu schreiben. Als jemand, der wirklich komplett drin ist, also ein professioneller Autor, was wäre für angehende Autoren dein ein Rat, den du da geben würdest an die ganzen jungen Autoren? Für Autoren generell oder für Autoren für ein bestimmtes Franchise? Erstmal nur generell. Machen. Es klingt total banal, aber machen ist wie wollen, nur krasser. Ich höre, ich mache ja auch, ich mache anders. Ich mache das jetzt seit 12 Jahren hauptberuflich. Ich bin seit 12 Jahren von Beruf Schriftsteller und Übersetzer. Und ich gebe in der Funktion auch immer mal wieder Schreibseminare beispielsweise. Und da kommt die Frage eigentlich jedes Mal schon in der ersten Stunde, wie werde ich das? Indem du es machst. Ganz einfach. Es gibt so viele, die wollen und sagen, ah, ich würde gerne, aber ich habe keine Zeit dafür. Doch, hast du. Meine Lieblingsgeschichte ist die von John Grisham, der diese ganzen Anwaltsbücher in Amerika geschrieben hat, die Firma, die Akte und so weiter. Seinen ersten Roman hat der geschrieben, als er Vollzeit in einer Kanzlei als Anwalt arbeitete. Das heißt so 14, 15 Stunden Tage. Was hat er gemacht? Er ist jeden Morgen eine halbe Stunde früher aufgestanden als normal, hat sich die halbe Stunde lang an den Schreibtisch gesetzt und eine Seite Buch geschrieben. Jeden Morgen in einer halben Stunde jeweils eine Seite. Am Ende des Jahres war das komplette Buch fertig und dieses Buch heißt Die Firma. Jeder kann sich diese Zeit nehmen. Die Frage ist, ob jeder das möchte. Es ist eine reine Frage der Prioritäten und wer diese Zeit nicht findet in seinem Tagesablauf, vollkommen in Ordnung, der hat halt andere Schwerpunkte, andere Sachen, die ihm wichtiger sind und das ist in Ordnung. Aber das Argument, ich habe keine Zeit zum Schreiben, gibt es eigentlich nicht. Und dann ist es machen, lernen, üben und lesen. Lesen, 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 lesen. Ein Das Autor, der nicht liest, definitiv. was andere Leute machen, der kann nicht lernen, wie es geht oder kann nicht sehen, was er besser machen würde, wenn er es machen würde. Lesen und dann hinsetzen und machen. Ja, eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ziemlich selbsterklärende Fragen. Aber manche Leute brauchen, müssen das einfach mal hören. Ja klar, und ich habe es auch schon vielen Leuten in Seminaren erzählt, die haben es dann trotzdem nicht gemacht. Aber so ist es. Das ist völlig in Ordnung, ne? Jeder hat Nee, andere natürlich. Schwerpunkte. Absolut. So, dann, ich überlege gerade noch wegen Fragen, weil das war auch ein wenig Hass. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass wir morgen erst dieses Interview hatten und hatte dann geplant, okay, dann machst du heute Abend schon mal die Fragen fertig und so weiter und so fort. Und jetzt sitze ich hier und muss die Fragen ein wenig improvisieren. Da auch Okay. Entschuldigung. Kein Problem, nur zu. Aber da bleiben wir, denke ich, gerade mal bei den Jungautoren ein bisschen. Wenn jetzt, sagen wir mal, jemand da wirklich den ersten Ding fertig hat. Und heutzutage gibt es ja auch den Weg, dass man nicht mehr über, ich sag mal, den klassischen Verlagsweg gehen muss, sondern eventuell auch ins Selbstpublishing gehen würde. Wie siehst du das? Was würdest du da eher sagen, was das zu empfehlende wäre? Also was sind so die Vorteile bei dem selbstvertriebenen Publishing? Was wäre über den Verlagswege? Wie würdest du das da sehen aus Sicht von jemandem, der jetzt sag ich mal komplett neu anfangen würde und sein erstes Buch gerade fertig geschrieben hat und das unter die Leute bringen will? Sehr gute Frage. Was brauchst du, um ein Buch an den Leser zu bringen? Du brauchst erstmal ein Buch, das musst du schreiben. Dann brauchst du einen wie auch immer gearteten Vertrieb. Du musst also dafür sorgen, dass deine potenziellen Leser dieses Buch kaufen können. Das kann durch einen Online-Klick in der Kindle-App passieren oder sowas. Das kann dadurch passieren, dass irgendwelche Zwischenbuchhändler die physische Ware in stationäre Buchhandlungen tragen. Sowas zum Beispiel.
Und du brauchst Marketing. Du brauchst irgendwelche Wege, irgendwelche Personen, irgendwelche Mittel, die dafür sorgen, dass deine potenzielle Zielgruppe mitbekommt, dass es dein Produkt gibt. Alles das sind Sachen, die ein Self-Publisher selber machen muss. Und zwar neben der Hauptarbeit, dem Schreiben des Buches. Verlage übernehmen diesen Teil der Arbeit. Noch dazu helfen sie dir dabei durch Lektorat und ähnliche Geschichten, dass dein Buch besser wird inhaltlich. Ja. Ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, den Verlagsweg zu gehen, allein weil längst nicht jeder, der schreiben will und auch längst nicht jeder, der schreiben kann, auch ein guter Verkäufer ist und auch ein guter Vertriebler ist. Ja, das sind ja und nochmal zwei komplett unterschiedliche, ich sag mal, Ansätze an Fähigkeiten, die man haben muss. Genau, und auch Arbeitsschritte, die tierisch viel Zeit beanspruchen. Zeit, die dir fehlt zum Schreiben. Mhm. Und das musst du dir klar machen, wenn du Self-Publishing wählst, dann bist du nicht nur Autor, du bist auch dein eigener Verleger und dein eigener Vertriebler und dein eigener PR-Mensch und all sowas. Das kann funktionieren, wenn du das kannst und wenn du da Lust drauf hast. Dann nur zu, probiere es. Aber wenn du eigentlich nur deine Kunst machen möchtest, deine Bücher machen möchtest und daran auch noch verdienen willst, denn auch das spricht für Verlage, sie zahlen dir einen Vorschuss, dann geh den Weg über Verlage. Und der Weg über Verlage, um der Frage vorwegzukommen, führt über Literaturagenturen. Also das Erste, was du brauchst, ist nicht ein fertiges Manuskript, sondern eine Agentur, die deine Idee mag. Ich empfehle neuen Autoren, schreibt eine Zusammenfassung dessen, was ihr machen wollt, die muss nicht lang sein, und schreibt ein paar Probeseiten Text, wie das spätere Buch aussehen könnte. Und damit, mit diesem kleinen Paket, geht ihr dann auf die Suche nach einer professionellen Literaturagentur. Professionelle Agenturen erkennt man daran, dass sie von euch kein Geld nehmen. Die gehen dann davon aus, dass wenn es erfolgreich wird, dann werden sie da schon genug dran verdienen wahrscheinlich. Ganz genau. Ja. Wenn es erfolgreich ist, dann ist die Agentur mit einem kleinen Prozentsatz am Umsatz beteiligt. Mhm. Aber dieses Klinkenputzen, dieses ein Zuhause für dein Buch finden, das macht die Agentur in Vorleistung, wenn es eine professionelle ist. Alles andere ist Bauernfängerei. Ja. Aber um da mal wieder dann ein wenig zurückzukommen zum eigentlichen Thema, zumindest für das, was wahrscheinlich die meisten meiner Zuschauer kennen werden, beziehungsweise eher interessieren würde, Star Trek. Mhm. Was ist deine Geschichte mit Star Trek? Also, wie hat es bei dir damals angefangen? Ich bin eigentlich schon immer Star Trek-Fan. Also zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen gehört es, mich hinter Papas Fernsehsessel zu verstecken, wenn die Klingonen auf dem Bildschirm erschienen. Und das muss ungefähr so eine, ich schätze mal, frühe 80er gewesen sein, Classic-Wiederholungen im ZDF. Mhm. Und als dann Ende 80er, frühe 90er TNG anlief in Deutschland, ebenfalls im ZDF, war ich von Anfang an dabei und bin über den Handel dann auch ins Fandom gekommen. Also die ersten Texte, die ich geschrieben habe, außerhalb meiner Schülerzeitung, waren für ein Fansign aus Hamburg, für einen Star Trek Fanclub. Und so kam dann eins zum anderen. Und irgendwann war ich Journalist und dann wurde ich Genre-Journalist und habe für die Space hier geschrieben, fürs offizielle Star Trek Magazin. Und irgendwann übersetzte ich meinen ersten Star Trek-Roman und einige Jahre später schrieb ich meinen ersten Star Trek-Roman. Ich bin jetzt seit 24 Jahren auf Conventions, mitunter mit eigenem Verkaufsstand, an dem ich meine Bücher präsentiere und mit eigenen Lesungen und Vorträgen und Workshops inzwischen. Mhm. Und das mache ich alles sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gerne Fan. Ja, das klingt auch so ein bisschen so, ich sag mal, wie man sich das auch so ein bisschen erträumen würde, gerade als Fan, der dann selber ja auch etwas da mit reingeben will und so weiter. Und Ja, genau. Also ich sitze gerne im Kinosessel oder vom Fernseher oder im Lesesessel und rezipiere, aber noch lieber eigentlich mache ich eigene Sachen und bringe die dann mit. Das macht mir Spaß. Und in Bezug auf die Star Trek-Serien, was ist da dein persönlicher Favorit? Deep Space Nine, ganz klar. Deep Space Nine, ich durfte diese Deep Space Nine Doku, What We Left Behind, die ja in den Kinos lief, die durfte ich bei der Deutschlandpremiere hier in Mainz den Abend moderieren beispielsweise. Und DS9 ist meine
liebste Star Trek-Serie, seitdem es sie gibt, aber auch TNG und Classic und die Zeichentrickserie mag ich alle sehr gerne. Mhm. Bei Voyager und Enterprise wird es schwierig und meine bislang am wenigsten liebste Star Trek-Serie fängt ebenfalls mit D an. Mhm, ja. Ja, aber gerade bei DS9, wo du es da auch gerade sagst, ehrlich gesagt überrascht mich das relativ wenig, weil gerade Deep Space Nine ist, ich sag mal, von dem Erzähltechnischen war das ja auch der erste wirkliche Schritt mit diesen charaktergetriebenen, folgenübergreifenden Stories und nicht wie das eben vor zum Beispiel war in TNG, wo zwar natürlich auch charaktergetrieben war, aber immer dieses, okay, die Folge ist jetzt fertig und nächste Woche ist was komplett anderes, was eigentlich mit dem jetzt nicht wirklich was zu tun hat, was heute passiert ist. Absolut richtig. Also so Geschichten, die über mehrere Folgen, wenn nicht sogar über mehrere Staffeln gehen, das hat Deep Space Nine in Star Trek etabliert. Hundertprozentig. Ja. Und das ist die Art Fernsehen, die heute nahezu alle qualitativ hochwertigen Serien haben wollen. Mhm. Und da war DS9 ganz klar einer der Vorreiter. Hundertprozentig. Ja. Ich habe für Star, um bei dem Thema noch zu bleiben, ich habe für Crosscult seinerzeit auch den kompletten DS9 Relaunch übersetzt. Also alle Romane, die die Fernsehserie Deep Space Nine fortsetzen, sind komplett von mir übersetzt worden. Ich glaube, das sind an die 20 Bücher. Nicht schlecht. Ich habe da, ich weiß gerade nicht, welches das war, aber eins von denen habe ich auch definitiv hier im Regal stehen. Das war das gewesen mit der. Ah, mir fällt gerade nicht mal in die Geschichte. mit irgendeinem der Splitterte von irgendeinem der Propheten oder so. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Da war auch mit dem Spiegeluniversum wenig hin und her. Ja, ja. Und Herrock neu. Ich denke, da werde ich auch schon wenige, zumindest natürlich klar, Prometheus sowieso, aber ich denke, da werde ich, ohne es wirklich zu bemerkt haben, auch schon was von dir noch zumindest Übersetztes gelesen haben. Das kann gut sein. Es gibt einige Bücher da. Ja. Ja, und die waren gar nicht mal schlecht. Die haben mir gut gefallen. Als Leser. Sowieso erstaunlich, wenn man sich anschaut, welche Qualität gerade Star Trek-Romane haben. Ich meine, wenn man sich auch mal die Destiny-Reihe anschaut, zum Beispiel, die wird ja auch in meinen Fans in den höchsten Tönen gelobt. Ja, ja, ich meine, es ist im Prinzip wie überall. Es gibt da gute Autoren, es gibt da schlechte Autoren. Ja. Ich könnte dir auch ein paar Namen nennen, die würde ich nicht mit der Kneifzange anfassen, deren Texte. Aber Leute wie beispielsweise David Mack oder wie Keith DeCandido, Peter David natürlich, alles gute Leute. Und das war schon immer so, wenn wir in die 80er reingehen, Wanda McIntyre, Diane Duane, alles gute Autoren. Ja, Star Trek scheint da wirklich die guten Autoren um sich, also scheint es wirklich zu schaffen, gerade die guten Autoren zu sich zu ziehen, was ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Das stimmt, du hast recht, im Lizenzbereich, wo es erstmal egal ist, wer es schreibt, Hauptsache es ist ein Produkt da. Ja, Hauptsache die Fans haben irgendetwas und bleiben weiter Fans. Ganz genau, haben irgendwas, wofür sie Geld ausgeben. Ja, da können wir als Trekkies entsprechend, denke ich, schon ziemlich stolz sein oder froh sein auch. Und wir können wählen, ne? Wir können das kaufen, was wir gut finden. So muss es sein. Ja, richtig. Aber gerade, was mir da noch einfällt mit DS9. DS9 war ja wirklich das Paradebeispiel für, ich sag mal, folgenübergreifende Geschichten, die von den Charakteren getrieben werden. Also wirklich der Plot daraus entsteht, was die Charaktere machen. Während heutzutage man eher das Gefühl hat, dass manchmal, nun ja, Charaktere etwas machen, weil der Plot es verlangt. Ja. Wie siehst du da diese Problematik oder wie siehst du die beiden Anwege? Ich meine, definitiv beide Wege haben ihre Vor- und Nachteile, aber wie siehst du diese beiden verschiedenen Wege? Ich glaube, die Nachteile überwiegen, wenn der Plot den Figuren vorgibt, was sie zu tun haben, weil jede Handlung dann unnatürlich wirkt. Und ich vermute, du spielst auf Star Trek Discovery an. Ist ein Paradebeispiel dafür, dass die Autoren der Drehbücher genau diese handwerklichen Schwächen haben und auch nicht rausbekommen. Ich hatte mal gehofft, nach der grottigen ersten Staffel, sie hätten den Bogen inzwischen raus, aber dann kam die zweite Hälfte der zweiten Staffel und war ähnlich grottig und noch eine größere Enttäuschung, weil sie die zweite Staffel besser anfing. Ja, dementsprechend denken wir ähnlich. Ja, also da sind ganz klare, große handwerkliche Mängel bei Star Trek Discovery, was die Autoren angeht. Optisch finde ich die Serie ganz hübsch. Ja, aber das ist auch das, was mir da extrem stark aufgefallen ist, gerade im Vergleich, wenn man da wirklich das Gefühl hat, dass Charaktere sich in einer Folge auf einmal komplett anders da verhalten und man es eigentlich nur damit erklären kann, nun ja, anders da würde die Geschichte halt nicht funktionieren.
Ja, genau. Wenn Dr. Karl bei mir eine Woche lang sagt, ich ziehe übrigens auf die Enterprise und in der nächsten Folge kommt er wieder und sagt, ich bleibe übrigens doch hier und ich sehe noch nicht mal, wie er sich umentschieden hat, sondern die zweite Ankündigung kommt genauso aus dem Off wie die erste, dann hat das mit Figurenführung nichts mehr zu tun, sondern ist einfach nur für den Moment geschrieben und egal. Mhm. Und egal sollten Geschichten eigentlich nicht sein. Nee, definitiv nicht. Aber um vom Negativen mal wieder etwas zurückzukommen. Jetzt müsste mir nur noch eine Frage einfallen, verdammt. Genau, gerade ja auch mit Star Trek, was gibt ja da auch Unmengen an verschiedenen Spezies. Von den, ich sag mal, nicht großen Spezies, also mal die Vulkanier, Klingonen und so weiter ausgenommen, von den kleineren. Was ist da deine Lieblingsspezies? Also ich war jetzt versucht, Klingonen zu sagen, weil ich die immer schon mochte, aber das ist natürlich eine größere Herausforderung. Von den kleineren, was ist meine Lieblingsspezies? Ich mag die klassischen gerne, Andorianer. Mhm. Wenn du dir ansiehst, was beispielsweise die Romanautoren beispielsweise im Deep Space Nine Relaunch aus den Andorianern gemacht haben, was die denen an Backstory dazu erfunden haben und welche Tiefe die bekommen haben. Dass sie da Probleme mit der Fortpflanzung hatten? Und genau. Genau, allein die Tatsache, dass Andorianer vier Geschlechte haben, ist meines Wissens eine Romanidee gewesen. Ja, und die Probleme, die daraus haben. Ja, nur die Aussage, dass andorianische Hochzeiten vier Leute haben, aber das könnte ja genauso auf Doppel-Ehen hindeuten, deswegen. Auch richtig, ganz genau. Ja. Beispielsweise die Andorianer finde ich toll. Mhm. Gerade weil sie so vielschichtig wurden im Beta-Kanon, also in den Lizenzprodukten, in den Romanen, die ich ja auch schreibe. Und das finde ich gut. Ja. Und ne, ich sag mal, eine Frage, die etwas weniger damit zu tun hat, aber auch schon ein bisschen gerade, weil ich auch sehe, du hast mal einen DSA-Roman geschrieben. Ja. Bist du als Rollenspieler aktiv? Weil ich kann mir auch vorstellen, gerade als Drehbuchautor, nicht Drehbuchautor, aber Autor allgemein, hat man vielleicht da, ja, könnte das eventuell vielleicht sogar ein wenig helfen, Inspiration zu finden oder eben auch einfach nur mal komplett raus und ein wenig sich auszutoben. Wie siehst du, also bist du da rollenspieltechnisch irgendwo unterwegs? Und wenn ja, was ist da, ich sag mal, das Setting, was du bevorzugst? Jetzt im Moment bin ich es nicht, aber ich war es schon lange Jahre, momentan rein aus Zeitgründen nicht, aber ich habe beispielsweise Star Trek Rollenspiel gespielt, DSA, also Schwarze Auge habe ich lange gespielt, bei Earthdawn habe ich mitgemischt, ganz viele Systeme, die ich beispielsweise in Jugend- und in Studienjahren gespielt habe und das sehr gerne, das ist ein sehr fantasievolles Spielen und das war das, was mich angesprochen hat, ich mag Geschichten. Ja, und gerade das ist sowieso etwas, was mir allgemein aufgefallen ist. Es gibt eine Menge Autoren, die gerade auch aus den Gründen, denke ich, sehr, sehr gerne auch im Rollenspiel aktiv sind. Gerade weil man vielleicht auch so ein bisschen die kreativen Zellen wenig anstrengen kann. Absolut. Ich kenne viele Autoren, gerade in der deutschen Fantastik, die kommen aus der Rollenspielszene und das ist kein Zufall. Ja. Unbedingt. Leute wie, weiß ich nicht, wie Daniela Knorr zum Beispiel oder Christoph Hadebusch, glaube ich, ist auch von der Rollenspielecke kommt. Mhm. Das sind gute Kollegen, die schreiben gute Sachen und sind Rollenspieler oder waren es zumindest. Ja. Ah, dann noch eine ganz andere Frage. Also ich habe gerade nebenbei deinen Wikipedia-Eintrag noch offen, um mir da ein paar Hilfestellungen zu geben. Du hast ja auch einige, wie sie die das hier nennen, Fanbücher geschrieben. Also zum Beispiel von Benedict Cumberbatch die unautorisierten Biografien. Wie kam es dazu? Weil das ist ja, ich sag mal, etwas komplett anderes zu den Romanen, die du schreibst. Das waren Auftragsarbeiten. Da kam der Verlag, im Fall von Benedict Cumberbatch war es der Ode Verlag aus St. Augustin. Die kamen zu mir und hatten die Idee für dieses Buch und suchten einen Autor, der sich mit der Materie auskennt und der Lust hat, das zu übernehmen. Und in den Fällen habe ich das gemacht. Ich habe, um andere Beispiele zu nennen, ich habe Fanbücher über Serien wie Boston Legal geschrieben, über Dr. House, über Musiker wie Bon Jovi, wie Katie Melua. Das waren alles Auftragsarbeiten, die ich aber sehr gerne gemacht habe. Ja. Und gerade bei den Büchern, wie sah das da bei dir dann auch aus? Hast du dann nur, ich sag mal, direkt über die indirekte recherchiert oder hast du auch wirklich, ich sag mal, im Falle von
was weiß ich, Tokyo Hotel die Jungs dann angeschrieben und da direkt auch mal Fragen gestellt. Also wie war da bei dir die Recherche gelaufen? Beides ist richtig. Also Okay. ich bin gelernter Journalist, Ja. das bin ich von Haus aus quasi und bin an solche Bücher rangegangen wie an einen journalistischen Auftrag, was es ja unterm Strich auch war, nur ein umfangreicher Ja. journalistischer Auftrag. Und dazu gehört Recherche daheim im Büro, aber auch Recherche vor Ort bei den jeweiligen Konzerten oder Studios oder was auch immer. Für Tokyo Hotel, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich habe zwei Bücher damals über Tokyo Hotel geschrieben, als die Band jung und angesagt war, bin ich unter anderem nach Magdeburg gereist, wo die Kaulitz-Zwillinge herkamen und wo es in Fankreisen hieß, dass ihre alte Bushaltestelle, von der aus sie morgens zur Schule gefahren sind, zu einer Art Pilgerort für die Fans geworden ist. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, wie fühlt sich's denn an, dahin zu pilgern? Und wie fühlt sich's denn an, da zu stehen und diese Atmosphäre auf sich wirken zu lassen, als Tokyo Hotel Fan? Und dann bin ich nach Magdeburg gefahren und habe die Bushaltestelle gesucht und gefunden. Ja. Ist auf jeden Fall, also was ich generell schon raushöre, gerade auch mit deiner, ich sag mal, Mischung aus Romanautor und Journalist, da, es klingt auch ein bisschen, als ob du da wirklich schon extrem weit rumgekommen bist und sozusagen überall schon mal warst ein bisschen. Ein Stück weit ja, also Ja. zu meinen liebsten Buchreisen gehört nach wie vor Billund, Dänemark. Ich war der Autor, der für Lego das offizielle Buch zum 50. Geburtstag des Legosteins schreiben durfte. Das ist auch schon ein paar Jahre her, aber war meine erste Auslandslizenz, also das erste meiner Bücher, das auch auf Englisch erschienen ist, Ja. war mal das Buch zum 50. vom Legostein und da war ich auf Einladung in Billund, Dänemark, wo die Lego-Firmenzentrale sitzt und immer schon saß, und wurde von der Familie des Lego-Gründers Christiansen durch das Werk geführt, durch das Firmenmuseum und bekam Materialien zur Verfügung gestellt und alles weitere. Und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, beispielsweise. Ja, kann ich mir definitiv vorstellen. Und gerade wo wir da beim Ausland sind und um auf Prometheus etwas zurückzukommen, wie war für dich als Autor, ich sag mal, die Reaktion aus dem Ausland dann? Gerade eben, weil ja normalerweise Star Trek-Romane aus Amerika kommen und dann nach Deutschland übersetzt wird und dann auf einmal war es mit einem Roman umgekehrt. Wie war da auf dich die Rückmeldung ein wenig gewesen? Ich glaube, wir kamen bei den Amerikanern oder im englischsprachigen Raum generell sogar noch besser an als die englischsprachigen Autoren, einfach weil wir neue Gesichter waren. Ah, Im Vorfeld, so habe ich das mitbekommen über Vorbestellerzahlen und so weiter, war die englischsprachige Leserschaft besonders neugierig auf uns, weil wir komplett unbeschriebene Blätter für die waren. Die kannten uns nicht oder kaum Ja. und wir waren halt nicht die, die immer oder gefühlt immer die Star Trek-Romane schrieben. Dementsprechend war die Neugierde da ziemlich groß und ich glaube, die Bücher sind auch ganz gut da angekommen. Zumindest ist das das, was ich aus Fanpost und natürlich auch aus Verkaufszahlen lesen kann. Ja. So. Aber ich glaube, so spontan ehrlich gesagt, war es das auch schon mit Fragen, die mir jetzt zumindest einfallen. Wie gesagt, da war ich mit den Wochentagen komplett durcheinander gekommen und ging fest davon aus, das wäre morgen erst gewesen. Kein Problem. Ja. Aber noch eine spezielle Frage zum Ende, die mich nur da etwas interessiert, weil du warst ja an mich angetreten. Wie ist es eigentlich dazu genau gekommen? Da bin ich jetzt neugierig. Ich mag Podcasts, ich Ja. mag Fandom und ich bin in vielen Podcasts inzwischen unterwegs, beispielsweise beim Kollegen Björn Sölder im Planet Track FM. Ich bin beim Federation Cast, beim Discovery Panel hin und wieder und mag das eigentlich immer ganz gerne. Ja. Dementsprechend hat sich das angeboten. Ja, okay, wunderbar. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die Gelegenheit und ich schreibe dir dann auch definitiv, sobald ich dann, wie gesagt, oder eventuell englische Untertitel eingefügt habe und das dann öffentlich ist. Aber sehr gerne. Ja. Und wer mehr über mich wissen will, findet alles Nötige im Internet. Ich habe eine Webseite, ich bin auf Twitter, auf Facebook, Ja. auf Instagram. Ja, da kannst du Heißt. mir dann am besten mal die Links schicken, dann mache ich die auch unten in die Beschreibung, dann brauchen die Leute auch nicht ewig suchen. Ja, das wäre Ja, perfekt. genau. Super. Danke. Ja, gerne. Das machen wir. Und dann würde ich sagen, dann beende ich dann mal die Aufnahme. Und an die Zuschauer, ich hoffe, es war interessant für euch und schaut definitiv, wenn ihr noch nicht reingeschaut habt, mal in die Romane von Christian rein.
Bis dahin, Wiedersehen. Tschüss.